So, da wären wir wieder. Es gab jetzt, also für manche von euch zumindest, eine recht lange Pause zwischen der letzten Folge und dieser. Weil ich war halt recht lange krank und bin es eigentlich auch immer noch. Deswegen, nehmt das bitte in... Behaltet das bitte im Hinterkopf. Weil ich höre, muss mir schon öfters sagen lassen, ja, du achtest ja gar nichts darauf. Oder ja, du machst ja absichtlich alles falsch. Nur um die Leute aufzuregen und all so eine ziemlich... undurchdachten Sprüche. Also jetzt gerade mit dem Bezug auf, wo ist das eine Addon-Gebiet? Da war ich ja zum Beispiel hier und habe mich bei dem Boss umgesehen, weil auch gesagt wurde, dass es bei dem Boss da weitergeht. Und ich habe mich da umgeguckt und ich habe nichts gesehen. Und schon haben die Ersten in den Kommentaren geschrieben, boah, das hast du doch absichtlich gemacht, du warst doch schon mit der Kamera drauf und sowas. Und das... Wie gesagt, ich habe da echt keinen Nerv mehr drauf. Und auch während der Krankheit, jetzt habe ich mir einfach überlegt, das gesamte Projekt komplett einzustampfen, nur wegen dieser Kommentare. Also denkt bitte nach, bevor ihr sowas macht. Ich bin nicht der Boomer, der hier alle verarschen will und alles macht, um euch aufzuregen, sondern ich spiele einfach ein Spiel. Ich spiele ein Spiel, um Spaß zu haben. Das Einzige, was mir nicht mehr Spaß macht, ist teilweise die Kommentare zu lesen. Ja, und da ist das Ding. Das ist echt komisch, dass ich das übersehen habe. Ah, okay, wenn man von dem Winkel aus hier guckt, sieht man das auch nicht wirklich. Man sieht das nur, wenn man von hier aus drauf guckt. Ja, okay, der Winkel ist doch schon recht groß. Also ja, es ist komisch, dass ich es übersehen habe, aber das ist kein Grund, gleich so ausfällig zu werden. Und ich war auch schon mal hier, sonst wäre die Kiste nicht leer. Das heißt, hier... Ja. Hier geht's dann in das andere Addon-Gebiet. Also wir haben ja schon das Addon-Gebiet gehabt mit dem Eis, wo auf dem einen Weg schon mal ein recht schwierig für mich zu greifender Gegner ist. Also dieser unsichtbare Gegner. Aber es soll wohl noch einen anderen Weg geben, den man gehen könnte. Dann haben wir auch noch das, wo man die Frauen nagelt. Was... machbar ist, aber wo man halt recht viele Zaubersprüche braucht, um durchzukommen. Mehr als man normalerweise im Repertoire hat. Jetzt gucke ich mal hier rein, ob das vielleicht hier für mich einfacher wäre. Oder machbarer zumindest. Die Stadt des versunkenen Königs schlummert, genau wie der darin verborgene Drache. Ohne Spur von Wasser und Weg wird elender Versuchung widerstanden. Eindringlinge werden sich Ungemach stellen müssen, wie es sich eines Königs geziemt. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Das stand aber auch alles, oder ansatzweise zumindest bei dem anderen, bei dem Gebiet des Eisenkönigs. Also dem Lavagebiet. Schon ein bisschen komisch, aber na gut, schauen wir rein. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder in einen Vorraum kommen, mit einer großen Tür. Ja. Ganz vielen Nachrichten. Und auch hier so eine ähnlichen Grabmäler. Da oben geht's rein. Ist hier noch irgendwas an den Seiten? Ja. Sprüche müssten soweit auch okay sein. Ah, schräge Architektur. Oder eher eingefallene. Umgefallene Statuen, Kristallstrukturen. Gucken, was da für Gegner kommen. Also es wird hier angedeutet, dass wir später gegen einen Drachen kämpfen werden. Das heißt, man könnte mit irgendwelchen Weibern oder Würmern rechnen. Oder auch Drakuiden. Shulva, Stadt des Heiligtums. Und wie bei jedem Addon gleich am Anfang eine richtig schöne Aussicht. Ich höre einen Drachen schnaufen. Oh. Hallo. Willst du bekämpfen? Nö, du hast eine Lanze im Rücken.
haben schon richtige Drachen getötet. Brauchen wir keine verstümmelten Drachen? Aber der wird bestimmt sehr happig sein. Der wird bestimmt wesentlich stärker sein als der Drache, den wir mit 4 Schlägen da besiegt haben. Auch wenn er eine Lanze im Rücken hat. Dich einmal entzünden. Zaubereinstimmung. Ja, warum nicht? Ich hätte gerne. Ich denke mehr große Pfeile, weil die Gegner viel aushalten werden. So. Da geht's runter und hier geht's lang. Ich gucke erstmal hier rein. Zumal hier auch Loot ist. Pflanzenbalsam. Hatten wir Pflanzenbalsam schon? Also ich weiß, in dem einen Addon-Gebiet haben wir recht viele Tränke in Anführungszeichen bekommen, die Stats erhöhen. Trocknete Wurzel? Nein. Schlickfrucht. Die Dinger hier. Goldfruchtbalsam. Alter Pflanzenbalsam erhöht Stärke. Ja, das sind also dieselben Sachen. Das heißt, in mehreren der Addons gibt es diese temporären Attributstränke. Du hast eine Druckplatte, ha? Der Blutfleck wird wohl bedeuten, dass wenn man da langläuft und runterrollt, einfach stirbt, ha? Ja, das ist tief. Und, ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass das hier ein Knopf ist. Aber wahrscheinlich wird es erst später aktiviert, wenn man unten war. Das heißt, wir gehen jetzt den anderen Weg. Der wird ein recht umständlicher Weg nach unten werden. Und wenn wir unten angekommen sind, können wir hier nach oben wieder abkürzen. Okay. Nope. Gegner. Jupp. Oh. Oh oh. Na komm. 4 große Pfeile. Ja, es könnte interessant werden. Und es war einer alleine. Sobald da mehr kommen, könnten wir Probleme haben. Irgendwas macht da gerade so klickernde Geräusche wie... Ey. Den Käfer wollte ich sagen. Ja, okay. 3 ist nicht gut. Trink. Mal Gespeide. Ja. Spam die kleine Attacke. Nein. Tränke sind schon 9. Das war sehr knapp. Trink. Ja. Also das Muster bleibt erhalten. Addons sind bei weitem schwieriger, als das Hauptspiel momentan ist. Oder war bis vor kurzem. Und die machen Gift. Okay. 550 Seelen jeweils. Ja, ist okay. So, was haben wir da hinten? Nahkämpfer, Fernkämpfer, Fernkämpfer? Ich glaube schon, ich tick mal einen von denen an, wenn ich soweit komme. Jupp. Oh. Okay, alle fühlen sich angesprochen. Das sind sogar ein paar mehr, als ich dachte. Und von rechts kommt gleich der andere Typ. Und da ist eine Sackgasse. Lauf. Giftstein. Weg. Trink. Kommt der Nahkämpfer überhaupt? Ja. Das war dezent die falsche Richtung. Okay. War wohl zu weit von seinem Spawnpunkt weg. Giftstein. Oh, was bist du eigentlich? Du leuchtest so komisch. Du bist nichts Besonderes, ne? Huh? Nö.
Okay, Sniper-Time. Oh oh. Einer weg. Ah, hier ist eine schöne Deckung. Rutsch. Ah. Das klappt doch nicht so ganz. Aber ich muss doch erstmal wieder warm werden. Als am Anfang der erste Angriff kam, musste ich erstmal überlegen, welche Taste rollt nochmal. Das ist, ja. Hätte vielleicht erstmal irgendein anderes Gebiet farmen sollen für eine halbe Stunde oder so, um wieder ins Spiel zu kommen. Kleinen Zauber bringen echt nichts. Problem ist nur, wenn ich jetzt mich nur auf die großen Zauber beschränke, also auf die da, dann haben wir davon nicht besonders viele. Ich denke, die kleinen Zauber sind immer noch effektiver. Also insgesamt Schaden ist höher, wenn man alle kleinen Pfeile zusammenrechnet, als bei allen großen. Die großen haben halt nur mehr Burst und deswegen hat man davon weniger. Wenn ich aber nur die Burst-Sachen nehme, dann komme ich nicht weit in dem Level. Dann müsste ich durchgehend die Kräuter essen. Die sind wirklich sehr auffällig. Also von da kam ich. Das sieht hier auch verdächtig aus. Von da kam ich, aber ich kam nicht hier in das Haus zum Beispiel rein. Und da drin saß einer, so halb an die Wand gelehnt. Da ist auch Loot drauf. Also wir werden später auf das Haus raufkommen. Krabbel, krabbel, aber nicht von hier. Okay. Hier war der Nahkämpfer und die drei Bogenschützen. Ja, dezent der Hinweis auf den Bogen. Hallo du. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Gut. Das heißt, ich soll hier runter springen, ha? Huh? Gibt es keinen Nichtsprungweg? Ah, hier müsst ihr auch runterspringen. Das sind alles Einwegwege. Okay, ich habe die Feder. Ja, komm, was soll's runter da? Gucken, ob hier noch irgendwo Loot versteckt ist. Oh, oh. Könnte es glatt der Fahrstuhl nach oben sein, aber nein, hier ist nur ein eingeschütztes Haus. Warte, Wände checken. Da. Ein sehr schmaler Übergang. Ich könnte von hier aus da runterspringen. Oh, was ist das denn da? Rotes. Also auf jeden Fall schon mal ein sehr interessantes Gebiet. Ich denke, das rote Ding wird das Krabbelfiechser. Oh. Hallo, neuer Gegner. Oh. Ich hätte mich irgendwie gerade schon emotional damit abgefunden, dass ich tot bin. Oh, was ich jetzt wahrscheinlich auch gleich sein werde. Au, au. Okay. Mehrere unerwartete Nicht-Tode. Langbogen plus 7. Hm. Ja, also ich bin nicht tot, aber ich komme hier nicht weg. Also eventuell, ganz, ganz eventuell, was ich aber nicht wirklich glaube, könnte man da raufspringen. Aber nein. Das heißt, ich werde mich hier jetzt zurückziehen müssen mit der Feder. Und nochmal reinlaufen. Aber das passt mir eigentlich ganz gut, wenn meine Stimme schon wieder am Brechen ist. Also einfach Inventar. Dim, 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 dim. Feder benutzen. Jo. Und dann machen wir von dem Leuchtfeuer oben nochmal weiter in der nächsten Folge. Aber es geht soweit ganz okay.
Also ist auf jeden Fall schon mal angenehmer als das, sowohl das Feuer als auch das Eisgebiet. Müssen wir mal gucken, ob sich das noch ändert bei diesen Krabbelfiechern, die wir da hinten gesehen haben. Also das rote, klobige Ding. Aber das sehen wir dann gleich. Bis denn.